Es gibt Räume in der Notaufnahme, die man normalerweise nicht sieht und als Patient eigentlich auch nicht so gerne sehen möchte. Einer ist der internistische Schockraum, den Dr. Busch erklärt. Ja, in der Notaufnahme sind nicht nur laufende Patienten, sondern auch schwerkranke Patienten, die zu uns kommen. Meist versorgen wir diese Patienten in einem Schockraum. In diesem Schockraum haben wir verschiedene Möglichkeiten, den Patienten zu stabilisieren, von der Beatmung bis hin zum Kreislauf. Und nach der Erstdiagnostik und der ersten Phase können wir den Patienten dann auch in die entsprechenden Abteilungen verlegen.